Moin Leute, Knipse hier. Wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich Champion und habe durch meine guten Platzierungen bei den Turnieren von Rocket League über 100.000 Turnier-Credits erfarmt. Und deswegen für euch heute ein 100.000 Turnier-Credits-Opening. Viel Spaß. So, ich bin ja Champion und leider noch kein Grand Champion, deswegen habe ich nur diese drei hier und nicht den Grand Champion Cup. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Challenger Cup an und gucken, was uns hier erwartet. Okay, ein sehr seltenes Item. Die Chance, normalerweise kriegt man hier nur Müll drin, aber das war ziemlich gut, finde ich. Da können wir gleich nochmal einen weiteren von machen. Ja, diesmal war es ein bisschen shit, Hauptsache in Farbe. An sich sind die Prospect Cups ja auch ganz gut. Geben wir mal eine Chance. Aber so ist das bei mir meistens. Immer kein seltenes Item. Vielleicht mal jetzt. Ja, schon wieder nicht. Ich habe schon Leute gesehen, die haben mir Black Markets rausgezogen. Auch nicht. Aber vielleicht jetzt. Jetzt? Eieiei. Okay, wieder ein Goldener dazwischen, damit es ein bisschen spannender wieder wird. Oh mein Gott! Ja, ein bisschen spannend ist gut, Alter. Hades Bomb. Let's go, Leute. Mein erstes Black Market aus Turnier Belohnung. Und das durfte ich mit euch teilen. Let's go. Okay, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so spannend. Aber wir versuchen weiter in den Prospect Cup. Und versuchen auch da was Geiles zu ziehen. Oh, sehr selten sogar. Das ist mal ein Upgrade. Ja, ankommen. Jetzt wollen wir mal wieder auf Gold switchen. Boom. Guckt, Leute, diesmal ist auch da Scheiße rausgekommen. Ich hatte gerade nur echt viel Glück. Jetzt kommt hier zweimal Scheiße raus, aber in Rot. Rote Scheiße und eine Zertifizierung. Boom. Oh, sehr seltene Räder. Die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Aber Gold ist irgendwie cooler. Holy shit. Die sehen sogar noch cooler aus, weil die Farben um den ganzen Reifen rum haben. Okay, Leute. Zwischenzeitlich machen wir mal einen Oyster Cup auf. Seid ihr bereit? Go. Let's go. Weiter geht's. Wir machen wieder einen Prospect Cup auf. Wieder nur Scheiße. Bis wir mal was Cooles bekommen. Okay. Noch ein Versuch. Schade. Aber gute Dinger sind vielleicht vier. Eieiei, Gold Cup, du musst regeln. Oh mein Gott, ein Exotic Item. Auch wenn es scheiße ist. Nee, es ist eine Torexplosion. Okay, gucke ich mir gleich noch an. Vielleicht zwei gute Sachen hintereinander? Nope. Aber Prospect Cup, du täuscht mich bis jetzt. Weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr auch nur so Scheiße im Prospect Cup? Da ist echt nur Müll drinne. Titan Weiß, okay. LOL, Prospekt und dann dieselben Reihe von vorher. Nice. Aber Gold Cup, der regelt. Nicht. Ja, Prospekt, come on. Jetzt aber. Okay, jetzt wird's lächerlich. Gib mal was Gutes jetzt hier. Come on, der fünfte. Ja, Gold Cup, regel bitte. Auch nicht. Zweimal? Schade. Okay, wir haben jetzt noch 27.000, würde ich sagen. Wir wollen ja auch wirklich ein 100.000 Credit Opening machen. Und ich hatte 110.000 zum Anfang. Deswegen, Leute, bei 15 Likes auf dieses Video mache ich 150.000 Turnier Credits beim nächsten Opening. Deswegen versuchen wir bis zu 10.000 runterzugehen. Da können wir noch einen Oyster hinzupacken und noch ein paar Prospect Cups. Okay. Bis zu... Oh mein Gott! Nochmal! Heftig! Nice! Ich weiß gar nicht, ob man exotische Items hochtraden kann oder ob das überhaupt geht. Aber mal schauen. Wir wollen bis zu 22.000 Turnier-Credits runtergehen. Können noch ein paar Mal drücken. Okay, vielleicht kriegen wir noch einen Banger aus Prospect. Das war der erste eben. Immer noch scheiße. Error? Willst du mich verarschen? Hallo? Heißt das irgendwas Gutes? Zieh ich zu geilen Scheiß? Warum lädst du? What? Okay, davon hatte ich keine Ahnung mehr. Aber egal, jetzt haben wir leicht unter 22.000. Deshalb machen wir trotzdem den Oyster Cup auf. Und dann ist das das Letzte, was wir hier öffnen. Let's go. Oh mein Gott, ich habe mich total erschrocken. Ich dachte, noch ein Black Market Item. Holy shit. Okay, gucken wir uns an, was wir gezogen haben. Ja, Leute, so circa alles, was ihr hier auf dieser Seite seht, bis auf diese Yuzu und dieses komische Musikzeug hier, haben wir alles gezogen, was ihr gerade hier sehen könnt. Alles ist nicht tradebar, Leute, leider. Ist halt Turnierbelohnung und das soll halt auszeichnen, dass man das selber gezogen hat. Aber das hier will ich mir gerne anschauen. Moment, eine Frage kurz. Wo ist das Exotic? Nee, nicht archivieren. Man kann so sogar zu einem Black Market hochtraden, wenn man genug von denen hier hat. Okay, das ist auch nice. Also Leute, spielt einfach viele Turniere und versucht, alles hoch zu traden. Wir traden einfach mal die restlichen Items hier ab. Ich habe ganz schön viele, sehe ich gerade. Also mal schauen, wo wir damit hinkommen. Eieiei, habe ich viele hiervon. Weg damit. Alles, was hier ist, brauche ich gar nicht. Also weg damit. Hiervon habe ich sogar 5. Sakura, Alter. Und das ist der letzte. Hiervon.
Weiter zu den Selteneren. Davon können wir noch 3 machen. Ne, 2. Okay, sehr selten. Und nochmal sehr selten. So, wie viel sehr selten haben wir? Oh, wir können hier einen Import mitmachen. Let's go. Ja, die sind okay, leider keine Farbe. Wenn wir... Oh, Leute, wir können sogar hier von... Scheiß auf das hier. Das wollen wir auch. Zocko in Inverted. Nice. Leider haben wir nicht genug exotische Items, aber ich finde auch, das Weiße will ich gar nicht eintraden, weil Farbe halt. Und ja, das sind so meine Items, die ich bekommen habe. Hier nochmal die Hades-Bombe und die Handherz-Bombe. Ach, diese. Knipser ist raus.